Unsere Tour startet heute erstmal mit einem Feueralarm. Hier irgendwo in der Nähe, man hat es kaum verstanden, wir sprechen weder U-Bahn noch Feueralarm. Aber auf jeden Fall, letzter Satz war, please exit the building. Das haben wir jetzt gemacht. Und wir fahren jetzt zum Rockefeller Center. Und da geht unsere Tour nämlich los. Katholischen Kirche Nordamerikas, gehen wir jetzt die Fifth Avenue entlang mit den besten Geschäften. Wo wir uns nichts leisten können. Kommen wir hier zu Klein Wuppertal, denn wir fahren mit der Schwebebahn nach Roosevelt Island. So, und jetzt wollen wir ein bisschen den Central Park erkunden und dafür nehmen wir uns jetzt Fahrräder. Wir sind gerade mal 2 Minuten gefahren und haben schon gemerkt, gut, wir sollten lieber im Central Park fahren als in der Stadt, weil es einfach sau eng ist. Das ist das Dakota und vor dem Gebäude wurde John Lennon erschossen. Und wir fahren jetzt hier weiter nach Strawberry Fields. Den Garten, den hat Yoko Ono für ihn anlässlich der Erinnerung anlegen lassen. Tolle Fassade, das Gebäude. Mega! Auf dem East River Kajak fahren oder durch den Central Park mit dem Fahrrad. So macht Sport doch Spaß, oder? Ja. Das ist Balto aus dem Film. Also, den gab es ja wirklich. Das sind ja die Schlittenhunde gewesen, die bei der Diphtherie-Epidemie das Antitoxin aus Alaska geholt haben. Und da gibt es ja den coolen Film, den habe ich als Kind so geliebt. Nicht Hund, nicht Wolf. Und zum Abschluss des Tages haben wir uns mal was Richtiges gegönnt. Wir sind hier am Broadway und gucken uns Harry Potter an als Theaterstück.